Herzlich willkommen zurück zu Evil Within 2. Wollte ich schon sagen, Resident Evil 2. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Schublade mit bisschen Waffenteile, also die geizen hier schon ein bisschen mit Waffenteile. So, was sind wir jetzt hier? Okay. Hm. Einen Leichenschlüssel. Einen Leichenschrankschlüssel. Das Rathaus. Da ist nichts. Da ist ich muss den Kerl stoppen und Lilly retten. Oh nee, das ist die andere Tür. Kerl stoppen und Lilly retten, ja, das mag vielleicht eine Option sein, aber. Eine Axt. Das ist doch schon mal gut. Oh. Wer ist es? Was zur Hölle ist das? Alter, Falter, bin ich jetzt erschrocken, ey. Der Fotolinse da oben. Ob ich bereit bin oder nicht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Es ist da kein Zurück mehr. Ich gehe da noch nicht rein. Lass mich erstmal hier ein bisschen umgucken. Wir bestimmt noch irgendwas zu finden. Außer wenn wir mal Leichenschlüssel gefunden. Da lässt sich auch noch einsetzen. Kann es halt nicht sein, dass hier nichts mehr gibt. Bestimmt noch irgendwas. Gibt es da ein bisschen Schießpulver? Schauen wir mal, ob da was aus die Autos blindern kann. Scheißdreck, was haben wir hier? Wieder so ein schöner Tag. Wieder so ein schöner Tag. Ah, ich weiß nicht einmal mehr, wann es das letzte Mal bewölkt oder zu kalt war. Es fühlt sich hier mal richtig an. Ich habe wirklich Glück, dass ich in Union lebe. Bin nie woanders gewesen. Will ich auch nicht. Ich will hier sterben. Ah. Ich würde mal sagen, du bist hier gestorben. Das hat sogar noch ein bisschen Gel gebracht. Na, komm ich darüber? Pflanze? Oder? Nee, keine Pflanze. Okay, hier ist auch noch nichts. Oh, da ist noch mal was. Medizintasche. Glaube ich gar nicht so schlecht, wenn man sich hier ein bisschen umschaut. Da ist nichts drin. Meter. Ach, da. Tasche verbessert. Da können wir zusätzliche Spitze mitnehmen. Und springen Explosionsteil. Und ein bisschen Money. Also ist doch ein bisschen gelohnt hier umzuschauen. Soll jetzt da wirklich rein?
Oder japst. Find hier sonst nichts mehr. Ja, ja, nett, nett. Ich würde mal den Leichenschlüssel mal ausprobieren. Und jetzt, wo ich alles habe, würde ich sogar noch mal speichern. Ich weiß auch nicht, was passiert. Waffenteile, da komme ich nicht weit. Ja, wie ist das mit dem Schlüssel, ne? Katze hat wieder keiner gefüttert. Keine Sorge, Detective. Tut kein bisschen weh. Ja, klar. Den Schuss haben oder nicht haben, ne? So, gehen wir raus. Speichern hier. Einmal zack. Hat so ein bisschen ängstlich klingen, aber. Ich denke, wir werden jetzt dann gegen den Fotografen kämpfen dürfen. Ich habe das Gefühl, es wäre nicht so einfach. Selbst da, ne? Licht auch nichts. Warte auf dich. Ja, warte nur, du Arschloch. Der Kerl, der Lilly entführt hat, dann muss er vor dem Lagerhaus aufgenommen haben. Ich warte auf dich. Das scheint mich also zu erwarten. Hoppala. Okay, der geht hier von selber rein. Die Linse hat mich vertappt. Ja, das wäre mein erster Gedanke gewesen. Scheiße. Dreh dich mal um. Wo hat die Motorsäge her? Bitte, 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 das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mein Ding. Nee, was soll denn der Mist? Da wollte ich gar nicht hin. Oh, da ist Feuer. Ich hab's aus den letzten Eumeln. Gib doch Haru. Das ist ein Fass. Komm her, blöde Zampfel. Sind da noch Messerfässer?
Mein Gott, ey, das Geschmarri mit der Ausdauer, oder? Ne? Bist dich. Oh. Warte mal, kann ich da vielleicht. Habe ich die getroffen? Bringt mir nicht viel. Wenn er da irgendwo was er Ambros putzen. Schock. Munition. Eine Spritze. Munition. Kann ich die Fässer umstoßen? Ich weiß nicht, wo wir sind, ne? Die Fässer hier kann man hier nicht umstoßen. Das ist gut. Blöde Kuh. Was ist da noch? Fass. Kann ich dich da reinloggen? Ich dachte, das Feuer ist. Das geht ab, sie doch, ne? Wenn es um mein Leben geht, dann mache ich doch alles Mögliche. Ja, ich muss jetzt stehen bleiben zum Regenerieren, danke. Weiß noch mal was. Das soll irgendwas. Ja. Oh Gott. Ja, ich komme dann nicht weg. Ach, danke, echt war da. Also echt, das Geschmarri da mit der Ausdauer. Da kriegst du das Kotzen noch. Ist das einfallen hat lassen? Er kann keine 3 Meter rennen, bevor er zusammenklappt. Der erste Pfeil ist wieder total durchgeschossen worden. Lass mal dann mal Waffen wechseln oder irgendwas, ey.
Jetzt fängt er wieder das Japsen an. Ja, die Scheißkisten haben mich blockiert. Der kann einfach nicht rennen. Ja klar. Interessiert die Null noch. Regeneriere die Ausdauer. Komm. Damit was geht. Irgendwo fast. Warte dafür nochmal. Was sind Bolzen? Was? Blöde Zumpfe, geh da runter! Wo bist denn? Mein Gott, ich will nicht das! Aber was macht er denn? Richtig sauer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bleib liegen. Also, ich brauch mal Urlaub. Der japs schon richtig rum, ey. 5000 gibt es. Alles einzeln, was geht hier. Ja, die ist jetzt nicht mehr hinter dir her. Das kannst du einen Affen machen. Dann heb's halt auf und schau's ein bisschen an. Hast du schon recht? Da mal gucken, ob hier irgendwas ist. Komm, die Max da noch kaputt. Vielleicht einmal die Bäume immer wegen absuchen sollen, weil nicht, dass da irgendwie Staudier drauf versteckt ist. Ne, da rennt es nicht durch. Lad mal nach. Da ist hier ein Brunnen oder was? Nein, aber da hinten liegt doch noch was, oder? Ne, da ist eine Kiste. So was. Spiegelung.
zurück können wir noch mal. Du bist auch schon. Immer noch zu. Da drin war bloß das Fass. Das Fass da, das ist aber auch so blöd platziert, ne? Muss ich schon mal sagen. Die ist nicht mehr hinter dir her, da brauchst du das Ganze einen Affen machen. Oh, da gibt es einen Explosionsbolzen. Also manchmal. Hier gibt es eine Waffenteile. Was gibt's hier? Waffenteile. Jetzt habe ich schon die Ausdauer so gut wie ausgebaut, ne? Aber wenn es da überhaupt keine Ausdauer hast. Die Hölle gegen die zu kämpfen. Ne? Oh, Scharfschützengewehr. Munition. Laden wir mal nach. Ich hab bloß noch. Da hätten wir noch was. So, und das war's hier, ne? Was gibt's hier noch mal? Links, rechts gucken. Oh, da lebt noch einer. Hey, Kumpel, alles klar. Wer ist da? Alles okay. Harrison, richtig? Ich bin keiner von denen. Oh, wer sind Sie? Keine Sorge. O'Neill schickt mich. Ich dachte, ich wäre der Letzte. Ich suche nach dem Kern. Wo ist er? Ist er hier? Erster Stock. Der Stabilisierungsemitter. Emitter? Vergessen Sie's. Ich will den Kern finden. Sie müssen den Emitter einschalten. Er stabilisiert die Umgebung. Ohne ihn bricht die Union komplett zusammen. Dann ist der Kern auch egal. Schalten Sie ihn ein. Das schwächt ihn. Schwächt? Sie meinen... Nehmen Sie das. Schalten Sie damit den Emitter ein. Warum braucht man immer irgendwas anderes? Harrison Kommunikator. Was sein Tod hat Miles Harrison dir diesen Kommunikator gegeben. Offenbar kann damit der Stabilisierungsemitter eingeschaltet werden. Noch ein totes Teammitglied. Hätte ich doch nur mehr erfahren können. Keine Sorge, Lily. Ich finde dich trotzdem. Hier gibt's hier noch irgendwie was. Da gibt's was. Schießpulver. Das haben wir voll. Dann machen wir es doch mal so. Hauen wir sie mal so eine Drogenspritze rein. Und dann nehmen wir mal die nächste. So, dann geht's hier weiter. So, geht's hier auch irgendwo hin? Sollten wir ein wenig rumgucken. Wer ist eine Dreckskamera? Also hier ist nichts. Kleinen Flashback. Ah. Geile Sache. Zerum. Und Teufel. Speicherpunkt. Der Werkbank. Kann ich noch ein bisschen Schrot bauen? Geschoss. Teile habe ich 115. Nachlade kann ich bauen. Das kostet ja wahnsinnig viel. Vielleicht sollte man ein bisschen sparen, damit ich sich irgendwas Größeres leisten kann. Also speichern. Ah, warte mal.
speichern. Speichern wir. Sind ja ganz verkehrt. Jetzt haben wir wenigstens die Tussi da hinter uns. Dann versuchen wir mal noch weiterhin Munition und alles zu finden, weil ich denke, kommt schon nur der Boss. Nägel haben wir gefunden. Oh, das ist ein Dokument. Bericht Nummer 00977. Akute Strukturprobleme. Betreff Statusbericht. Bericht. Erweiterungsarbeiten unterbrochen. Erhalt der ursprünglichen Karte hat oberste Priorität. Neben der Zersplitterung von Landmasse und dem Verlust von Atmosphärenkontrolle wurde auch die Tageslichtsimulation in Leidenschaft gezogen. Es wurden bereits Gegenmaßnahmen zur Behebung von Systemfehlern eingeleitet, doch es gehen Berichte über zuvor nicht kategorisierte Probleme ein. Einwohner erleiden Gedächtnisüberschreibungen. Darüber hinaus gibt es Berichte unerklärlicher körperlicher Dysphorie und gewalttätige Tendenzen, bitte um Anweisungen. Okay. Ich habe schon die Hälfte der Dokumente. Nach unten geht es auch noch weiter. Das ist schon wieder so eine Dreckskamera. Das ist die Frage nach unten. Oh, wir haben hier keine Karte. Steht denn hier überhaupt? Und so. Für normale Gegner hätten wir auch noch eine Axt. Auch kein Thema. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier dann weitergeht. Ich möchte natürlich da nichts verpassen, also von daher gehen wir doch erst einmal nach unten. Ich denke, da geht es dann in den ersten Stock rauf und da geht es in den Keller runter. Aber ich suche mir erstmal den Keller. Schauen, was hier so gibt. Schuss im Ofen. So. War eine Verarsche hier. Okay. Dann bleibt uns nur ein Weg. Dann bleibt uns nur ein Weg. Sehe ich das erst? Vorgehensweise. Erst hier. Habe ich gar nicht gesehen? Okay. Wo bist du? Oder was? Eine Pflanze? Wieder hier noch nach oben. Ich muss bestimmt durch den Vogel durch. Und ob's noch was ist, ne? Lass dich überraschen. Was soll das denn?
Teufel. Was? Was ist Rose? Rosen, obwohl diese Blumen wunderschön sind, ist irgendetwas seltsam an ihnen. Du hast das Gefühl, dass sie bei den Dornen besonders vorsichtig sein soll. Okay. Die Rosen sind hier auch auf dem Bild. Aha. Was ist denn mit dir? Das kann ich drehen. Was ist Halskette oder was? Smaragdhalskette. In dieser teure aussehenden Halskette ist ein großer Edelstein eingearbeitet. Muster da auch mit drauf oder was? Oder wie? Jetzt? Was ist das? Die Kamera ist ganz schön alt. Muss was bedeuten. Fotografieren? Fuß anstellen? Hat sich was verändert? Lass mich raten, in keiner dieser Türen kannst du rein, oder? Warte mal, da war doch gerade was. Artikel aus der Crimson Post. Weiterhin habt ihr die Leichen gefunden. Laut KCPD wurden heute Morgen die Leichen einer Frau in der Crimson City Park gefunden. Das Opfer wurde als Emily Lewis identifiziert, eine aufstrebende junge Schauspielerin, die auch als Model arbeitete. Ihr Kopf wurde noch nicht gefunden, doch nach Untersuchung der persönlichen Gegenstände am Fundort war eine zweifelsfreie Identifizierung möglich. Es handelte sich hierum um den neuesten einer Reihe bisher ungelösten Mordfälle ähnlicher Art. Leutnant James Vanderkirk von der Mordkommission des KCPD gab eine Pressekonferenz, auf der er unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigte, dass Crimson City das Jagdrevier eines Serienmörders ist. Emily, langjähriger Freund und Fotograf Stefano Valentini, war von der Nachricht tief getroffen. Es ist schrecklich, was meinem begnadeten Model zugestoßen ist. Wenigstens konnte ich noch ihre Seele für immer festhalten, bevor sie zerstört wird. Ja, vor wegen. Jetzt wissen wir, wie er heißt, Stefano. Ich erinnere mich. Immer noch ungeklärt. Okay, was ist hier? Kunstwürdigen? Na schön. Wenn es mich weiterbringt, spiele ich deine Spielchen. Oh Mann. Wer denkt sich denn sowas aus? Keine Ahnung. Schau, das ist schon eher besser was. Sie tickt, aber das Pendel bewegt sich nicht. Jetzt tickt es, ne? Du hast es angeschaut. Oh doch, tickt noch. Ja, hab ich doch jetzt alle angeschaut, oder? Ach, da ist eins. Ja, und wo? War das? Türen gehen ja nicht auf. Oh. Hat sich was geändert?
Das ist Lily. Der Kerl spielt mit mir. Ja. Alter, was der Wahnsinn. Sieh nicht. Und jetzt? Ach komm, das verarsche ich hier drin. Jetzt? Okay. Alter, nein. Oder geht's dahinter? Da ist sogar was. Nägel, waschen wir mal drauf. 20 von 40 haben wir schon. Fotos eines ermordeten Mobius-Operativs. Der Mobius-Agent in Foyer des Rathaus. Noch so ein eingefrorenes Ausstellungsstück. Armer Kerl, wenn er nicht schon tot war, bevor er von dort runtergeworfen wurde, wird es spätestens dann sein, wenn er irgendwann aufschlägt. Naja, so wieder bluten tut. Wird nicht mehr viel übrig. Aber was hat er vor? Irgendwas gehört. Oh Mann. Da ist er doch, oder? Aber da kann ich nichts machen, ne? Freund. Ziemlich blöd, ey. Da kann er nicht mal die paar Stufen runterlaufen, ey. Hau halt ab. Was sind das für Dinge? Weiß es nicht. Ich hab keinen Bock, dass die aufstehen. Da ist was. Handschriftliche Notiz. Auf einer ausgefallenen Karte steht hier. Steht in unordentlicher Schrift. So schön und gesehen auf der Straße zu verraten. Ich muss sie einfach aufstellen. Ich wünschte, ich könnte auch den Ruhm ernten. Aber es ist gut zu wissen, dass es hier weitere Künstler außer mir gibt. Hm. Die werden alle aufstehen, ne? Keine Ahnung, was ich hier machen muss. Alle platt machen oder was?
Kann doch nicht sein, oder? Worauf zeigen die? Da ist eine Tür. Dachte, das ist nicht klar, ne? Oh, lass mich aus dem Altraum hier raus. Lass es was Normales hier sein jetzt. Ist doch der Anfang wieder, oder? Doch der Anfang. Bin ich jetzt da wieder zurück? Blicke ich schon gar nicht mehr durch. Was gibt's denn hier alles, ey? Voll? Ehrlich? Was gibt's denn hier alles, ey? Kann ich da noch was nachladen? Na ja, nix, ne? Das muss der Emitter sein. Okay, werfen wir das Ding mal an, oder? Autorisierung erforderlich. Bitte ein autorisiertes Terminal verbinden. Terminal? Das muss dieser Kommunikator sein. Dings haben wir nicht verschwachen. Braucht 90 Sekunden. Sie haben so lange nach mir gesucht. Also hier bin ich. Aber Moment, Sie suchen nicht mich. Nein, Sie suchen das Mädchen. Ich sollte beleidigt sein. Aber wie könnte ich? Sie sind nicht der Einzige, der ihre Macht will. Es gibt noch jemanden wesentlich würdiger. Er kann mich auf unvorstellbare Weise belohnen. Tut mir leid, aber Sie wurden überboten. Sie strahlen Furcht aus. Wunderschön, aber noch unvollendet. Ich bin Stefano. Und Sie sind jetzt mein Kunstwerk. Verdammter Wichser! Ja klar. Was zum... Muss ich nicht einfach was warten? Das Ding stoppt die Aktivierung des Emitters. Wo ist das Ding? Gibt's eine Spritze? Das hat funktioniert. Ich muss nur durchhalten, bis der Himmel startet. Sequenz in 80 Sekunden abgeschlossen. Sie japste ja gleich wieder. Ich hab den auch getroffen, oder? Also ich meine den Fotoapparater, den muss ich ja treffen anscheinend. Bin mir nicht sicher, ist das Fotoapparater oder das Licht? Ist das scheiß Viech. Ich einen halben Orgasmus.
bist du das letzte Mal gekommen, ne? Hallo? Fotoapparat. Ja, wie schnell ist das der Auslauf? Hau halt ab, du Blödsviech. Muss ich wieder regenerieren. Wow, das war knapp, ey. Sequenz in 30 Sekunden abgeschlossen. Regenerieren. Sequenz in. War ja klar. Bist du blödes Vieh? Nee, oder? Sauer. Stabilisierung abgeschlossen. Was ist jetzt? Ist gerettet. Aber was soll ich als nächstes tun? Wenn er weg ist, hat er Lily nicht hier gelassen. Wohin hat er sie gebracht? Ich sollte Kidman davon berichten. So, kann ich noch was sammeln? Mist. Vielleicht kriege ich draußen ein Signal. Draußen. Okay. Was mich wahnsinnig viel Munition kostet, das ist geschmallt, oder? Blöde Kamera zu treffen. Hier liegt nichts mehr rum, ne? Wie es ausschaut. Der sollte echt einmal ins Fitnessstudio gehen, ey. Das hier. Da hinten ist auch nochmal die Tür. Oh, da ist was zum Sammeln. Ist zu. Bin doch noch im ersten Stock, ne? Okay, wir versuchen da auf jeden Fall nochmal das mitzunehmen. Da liegt, glaube ich, auch was. Also. Nehmen hier. Bericht Nummer 00213, Union Gesellschaft. Betrifft Erhalt der gesellschaftlichen Fassade. Um eine zufriedene und fügsame Bevölkerung zu gewährleisten, müssen wir bürokratische Systeme einführen und die Illusion von Produktivität verstärken. Um diesen Zweck werden folgende Maßnahmen ergriffen. Ein Rathaus wird eingeführt, um einen Regierungssitz darzustellen. Jeder Einwohner muss eine Reihe von Lizenzen beantragen und mehrere Formulare und entsprechende Gebühren erfordern. Inhalt noch im Arbeit-Fabrikationsteam entwickelt. Es findet eine Bürgermeisterwahl statt, bei der die Einwohner zwischen zwei Operatives unserer Wahl entscheiden können. Auf Grundlagen bestehender stationärer Wahlvorgänge aus der Realität. Neue Union-Erweiterung behält bei den Gebäuden des Amerikaner Stil bei, jedoch um 30% reduziert.
damit die Einwohner ihr Zuhause optimieren und individuell gestalten können. Diese neuen Maßnahmen sollten dazu beitragen, dass die Bevölkerung ruhig und angepasst bleibt. Eine gefügige Bevölkerung wird bei der Erweiterung von Union helfen, die letztlich genug Einwohner-Gedächtniseinheiten erzeugen wird, um Phase 2 zu erreichen. Okay. Lichter, was? Achso, Spritze. Wir haben nichts verloren. Ist die andere Seite gewesen? Ich lege jetzt mal weniger durch, aber. Warte nochmal. Da was zum Aufmachen? Ja. Da ist eine Tür. Ist auch zu. Herzlichen Glückwunsch. Ah, da geht's runter. Okay. Jetzt will ich aber trotzdem. Da war, glaube ich, nochmal was. Auf der anderen Seite. Wo es dahin geht. Okay. Der Weg ist, hat sich erledigt. Das heißt, wir können eh bloß dahinter. Ich schwöre es, ich kaufe noch mehr aus, da, wenn ich es kann. Ey. Unglaublich, dass diese Mistkerle Lilly als eine Art Versuchskaninchen benutzt haben. Und dann so dreist sein, mich zu schicken, um ihr Chaos zu beseitigen. Wie ein richtig kranker Scherz. Da rein? Ich. Ah, da geht's raus, okay. Aber irgendwo konnte ich doch dann nochmal speichern. So, glaube ich, hier. Oder hat's doch auch noch einen Weg nach unten gegeben? Ach, wir sind hier. Na, da schauen. Nehmen wir natürlich noch mit. Irgendwie. Habe ich das vorher nicht gesehen? Irgendwie hat es das dann noch einen Weg nach unten gegeben. Nun gut, ich würde mal sagen, wir speichern hier mal und beenden hier mal die Folge. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Enttäuscht. Ich konnte Lilly nicht aus dem Feuer retten. Du hast deiner Frau nicht geglaubt. Du wolltest es nicht sehen. Du kannst sie retten. Diese Psychologie immer noch frei rum. Und er hat Lilly. Diese Jagd war unterhaltsam. Aber selbst die beste Unterhaltung muss einmal enden. Genug von diesem Kunstmist! Wo ist sie? Wir haben dasselbe Ziel, Sebastian. Wir können einander helfen. Kommen Sie. Schießt, bis sie alle tot sind oder uns die Munition ausgeht. Sobald ich die Macht des Kerns besitze, sind sie wahrhaftig frei. Alles in Ordnung? Warum sollte nicht alles in Ordnung sein?